Hallo, ich grüße dich. Ja, das ist die 11. Folge von 13, nämlich dieses Mal Angst vor Beziehung, vor der Beziehung, Angst vor Beziehungen. Ja, wer kennt das schon nicht? Ja, so gut. Natürlich sind da nicht alle betroffen. Also ich selbst kannte das sehr gut. Ja, zum Beispiel Angst vor Nähe, Angst vor der Sexualität, Angst zum Beispiel wieder getrennt zu sein oder Angst, die Partnerin zu verlieren. Oder zum Beispiel, ja, also keine neue Beziehung mehr, schlechte Erfahrungen gemacht oder sowas. Ja, ein heikles Thema, ich weiß. Ganz wichtig, wie immer, ich bin da nicht der Oberguru oder der Oberexperte, also schon gar nicht der gigantische Beziehungsexperte. Natürlich, ich habe schon einige Beziehungen gehabt, unterschiedlichster Art. Das ist, kann man vielleicht schon sagen, ja, wenn man nur eine Beziehung, also das nur sollte natürlich nur in Anführungszeichen sein, also es ist weder gut noch schlecht. Kann sein, wenn man, sagen wir, schon mehrere Beziehungen hatte, da einfach mehr Erfahrung gesammelt hat, als wenn man zum Beispiel einfach von A bis Z, also von der Jugendzeit bis zum quasi zum Tod die gleiche Beziehung hatte. Aber klar, also es ist weder das eine noch das andere soll besser oder schlechter sein. Das ist ganz klar, weil was für den einen stimmt, stimmt für den anderen nicht und umgekehrt und so. Auf alle Fälle, sicher bin ich jetzt da, also nicht gerade allergrößter Laie oder verstehe da gar nichts. Oder, also, das kann man sicher nicht sagen. Ja. Ich wollte einfach damit kundtun, es ist einfach eine Ansicht, eine subjektive Ansicht sozusagen von mir. Also, es muss nicht mal objektiv sein, genau, sondern einfach subjektiv, das, was ich fühle, das, was ich denke. So und also das, was ich jetzt hier sage und in den anderen Videos, also sowohl in den Angstfolgen wie auch in den Schlafstörungsfolgen, sowieso was die Bewusstseins- oder Selbstverwirklichungsvideo betreffen, also das muss also nicht der alleingültigen Wahrheit entsprechen und es ist einfach mal ein Ansatz, hier ja auch, also ein Ansatz, ja, was kannst du hier tun? Also ich finde immer, also wenn ich vor etwas Angst habe, eben zum Beispiel auch vor einer Frau, so einer Partnerin, möglichen Partnerin auch, dann ist es einfach das Beste, ja, dies eben auszusprechen. Also gerade für uns Männer, also falls du auch ein Mann bist, gerade wir Männer, ja. Wir tendieren ja dann irgendwann mal ja, wir sind da erhaben und wir sind sowieso, wir sind cool und stark und sowieso, ah, keine Angst und kein Problem und so. Ja, das ist vielleicht gerade als Mann ist das vielleicht eine gute Übung, auch einfach mal Schwäche zu zeigen und zu sagen, du schau, also ich weiß nicht, ich habe einfach Angst, ich getraue mich nicht. Weißt du, ja, können wir über dies und das sprechen, weil irgendwie das macht mir einfach Kopfzerbrechen und ja, eben Schwäche zugeben, zuzugeben, dass das einem Angst macht, zum Beispiel, ja, so auch, wenn du in einer Partnerschaft bist, zum Beispiel zu sagen, ja, du, ich habe eben Angst, dass ich dich irgendwie verliere oder dass du irgendwie abhaust, oder, also gut, kann man, ist natürlich wörtlich, ist, kann man das anders formulieren, oder ich habe, du, ich habe Angst, ich weiß nicht, ich habe keine Erfahrung, zum Beispiel, oder so, wenn es um diese oder jene Sache geht, oder, ja, auf alle Fälle ist es sicher gut, das nicht für dich zurückzubehalten oder vielleicht mit einer anderen Frau, also wenn du jetzt Mann bist und du möchtest das nicht mit deiner eigenen Partnerin, vielleicht mit einer anderen Frau besprechen oder anschauen. Und also das kann, oder einfach mit Menschen zu sprechen darüber, natürlich immer am besten. Also,
der direkte Weg ist natürlich immer sozusagen der beste, also direkt mit der Partnerin oder wenn du an einer Frau interessiert bist, genau, einfach drauf los und aussprechen und kommunizieren, viel, viel besser als alles andere, als zum Beispiel da irgendetwas hinauszuschieben. Und ja, wenn du jetzt zum Beispiel Angst hast, ich sage jetzt mal, Angst vor einer Trennung oder Angst, nicht verstehen zu werden, schau einfach mal hin, von wo kommt das, oder? Sicher auch gut, sich hinzusetzen, alleine in die Tiefe, in die Konzentration, also in die Tiefe zu gehen, und wenn da irgendetwas Altes war, ja, das hochkommen zu lassen, das eben anzunehmen, so wie es war. Also, weißt du, vielleicht in einer Beziehung, wenn du Angst vor einer Beziehung hast, ist es, also bei vielen, also das erlebe ich so, ist es, bei vielen ist es einfach, weil sie irgendwelche schlechte Erfahrungen gemacht haben auch früher, oder dann denken sie, ja nein, es gibt solche, ja, die meinen dann, sie seien beziehungsunfähig oder so etwas. Nein, also das beziehungsunfähig ist man nicht grundsätzlich, oder? Je mehr du Interesse hast, alte Geschichten anzunehmen, so wie sie eben gewesen sind, und zu sagen, ja, du, keine Fehler gemacht, es war einfach so, wie es war, ich gib mir die Chance, zum Weiterzukommen, und vor allem eben nicht irgendwie zu denken, oh Scheiße, also weil das früher so war, dann muss es zwangsläufig auch dieses Mal in dieser Partnerschaft wieder so sein. Nein, muss es gar nicht. Es gibt einfach eine Tendenz, falls du nicht gerne reflektierst, falls du nicht gerne hinsiehst, falls du Partnerschaften hinter dir hast, wo es nicht geklappt hast, aber du reflektierst da nicht gerne, oder du kannst dir nicht vorstellen, dass du einen Anteil hattest, dass es nicht klappte, ja, dann kann es natürlich schwierig werden, eben auch für neue Beziehungen, oder dass das dann in einer neuen Beziehung entsprechend klappt. Ja, ja, es ist natürlich ein Riesenthema, und es gibt sicher viele Lösungsansätze, eben je nachdem, vor was du genau spezifisch jetzt Angst hast, zum Beispiel wenn du von der Nähe, vor der Nähe zum Beispiel Angst hast, oder eben Trennung. Übrigens, falls du vor einer Trennung oder möglichen Trennung, egal wie die erfolgt, Angst hast, könnte es zum Beispiel interessant sein, zu reflektieren, wo trennst du dich selbst vor dir selbst, also beziehungsweise in welcher Beziehung läufst du vor dir selber weg? Also ganz wichtige Geschichte, also was ist hier los? Also wieso zum Beispiel in Sachen Ausdruck, in Sachen Beruf, in Sachen irgendetwas, in Sachen Eltern, in Sachen, also wo läufst du vor dir selber weg? Also dies zu reflektieren und herauszufinden, kann interessant sein, wenn es eine Angst gibt vor Trennung. Oder Angst vor Sexualität zum Beispiel. Ja. Wie stark ist zum Beispiel deine Eigenliebe, deine Liebe zu deinem eigenen Körper, wie stark identifizierst du dich mit deinem eigenen Frauenkörper oder Männerkörper? Oder eben Nähe, das Thema Nähe, nicht näher kommen wollen, gab es da irgendwelche Ereignisse?
Also wo möchtest du nicht hinsehen? Also was soll der Partner oder die Partner nicht erfahren? Ja, also einfach so ein paar Impulse. Wie gesagt, da gibt es natürlich viel, viel mehr. Und du bist herzlich natürlich eingeladen, falls dir spontan, also zu diesem Thema, irgendetwas Wichtiges in den Kopf kommt, was zum Beispiel anderen Menschen helfen könnten, die dieses Video sehen, eben wenn sie damit konfrontiert sind, eben zum Beispiel Angst vor Beziehung. Also bitte das hinschreiben, genau, da bin ich sehr dankbar. Oder wenn du sonst irgendetwas zu sagen hast, was dieses Thema betrifft. Okay, also auf alle Fälle, egal wie, also wie deine Beziehungen, Kontakte sind, also vom losesten Kontakt bis zum intimsten Kontakt, ich wünsche dir erfüllende Zeiten, erfüllende Kontakte auf jeden Fall, eben, wie gesagt, egal welcher Natur die sind. Also alles Gute und vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, für das Hinhören und Hinsehen. Tschüss.